Ja, schauen wir uns an, was wir bisher erreicht haben. Wir sind gestartet mit einem völlig allgemeinen Gleichungssystem AX gleich B, das möglicherweise nicht lösbar war. Und unsere Idee war, statt AX gleich B lösen wir A transponiert AX gleich A transponiert B. Das liefert uns zwar nicht eine Lösung des Gleichungssystems, es gibt ja keine, aber es liefert uns etwas, das einen möglichst kleinen Fehlerquadrat hat. Ja, also das mögliche, wo AX möglichst nah dran liegt an B bezüglich der euklidischen Norm. Okay, das heißt also, das gibt es, diese kleinste Quadratelösung existiert, das haben wir alles gesehen. Leider haben wir auch gesehen, wenn wir für A die Nullmatrix wählen, dann ist jeder Vektor aus dem R hoch n sofort auch eine kleinste Quadratelösung. Das heißt, von Eindeutigkeit können wir natürlich nicht sprechen. Okay, wie können wir diese eventuell eindeutig machen? Das heißt, wie können wir eine spezielle kleinste Quadratelösung auszeichnen? Naja, also die Idee von Gauß war ja, wir nehmen die Lösung des Gleichungssystems, so hier in unserem Fall die kleinste Quadratelösung des Gleichungssystems, die die kleinste Norm hat. Und das wollen wir hier umsetzen. Ein x plus heißt Minimum-Normlösung von ax gleich b. Genau dann, wenn erstens x plus eine kleinste Quadratelösung ist von ax gleich b und auch die kleinste Quadratelösung ist. Das heißt also, es soll gelten, dass die Norm von x plus kleiner gleich der Norm von x ist für alle kleinste Quadratelösungen x. Okay, auch da haben wir wieder dasselbe Problem wie vorhin. Das ist eine wunderbare Definition. Aber wenn ich Ihnen jetzt ein A und ein B gebe, wie rechnen Sie das aus? Sie brauchen natürlich eine äquivalente Formulierung, mit der Sie tatsächlich rechnen können. Okay, schauen wir uns das an. Dazu nehmen wir uns zunächst mal irgendeine kleinste Quadratelösung x Stern her. Und Erinnerung, die Existenz ist gesichert. Das heißt, so eine gibt es bestimmt. Dann wenden wir den Satz von vorhin einfach diesmal an auf A transponiert, das heißt dieses Lemma. Das heißt also, diesmal der R hoch n lässt sich darstellen als das Bild von A transponiert plus den Kern von A und dazwischen steht eine orthogonale Summe. Okay, wenn das so ist, dass x Stern kommt aus dem R hoch n, dann können wir das schreiben als x plus plus x2 mit einem x plus aus dem Bild von A transponiert und einem x2 aus dem Kern von A. Ich behaupte, x plus ist eine Minimum-Normlösung. Dazu müssen wir diese beiden Sachen da oben zeigen. Und das erste ist, x plus ist kleinste Quadratelösung von ax gleich b. Naja, schauen wir uns das an. A transponiert ax plus ist, a mal x2 ist 0, denn x2 liegt im Kern von A. Das heißt, a transponiert ax plus ist a transponiert a mal x plus plus x2. X plus plus x2 ist nichts anderes als x Stern. Das heißt, es ist a transponiert ax Stern und ist damit nichts anderes als a transponiert b, denn x Stern war eine kleinste Quadratlösung. Das heißt, also, es gilt a transponiert ax plus gleich a transponiert b und damit ist auch x plus eine kleinste Quadratlösung. Dann müssen wir uns irgendwie anschauen, die Norm von x plus. Und dazu nehmen wir uns zunächst mal irgendeine kleinste Quadratelösung her. Und die ist, naja, also die, wenn sie keine ganze Quadratelösung ist, dann erfüllt sie insbesondere a transponiert ax quer gleich a transponiert b. Okay, das a transponiert ax plus war aber auch a transponiert b. Also gilt insbesondere a transponiert a mal x plus minus x quer ist 0. Ja, denn da kommen beide Male hier a transponiert b raus. Jetzt ist aber der Kern, der Nullraum von A transponiert A, ist dasselbe wie der Nullraum von A. Das heißt also auch A mal x plus minus x quer ist 0. Naja, das bedeutet, x quer und x plus unterscheiden sich nur um ein Element aus dem Nullraum von A. Mit anderen Worten, es gilt x quer gleich x plus plus w mit einem w aus dem Kern von A. Okay, gut. Schauen wir uns diese Darstellung, die wir hier vorne haben, an. Das x plus war nach Voraussetzung aus dem Bild von A transponiert. Das w kam aus dem
Kern von A, das haben wir hier vorne gezeigt. Ja, und die beiden stehen senkrecht aufeinander, ja? Bild von A transponiert und Kern von A. Okay, das heißt, wir können sagen, für die Norm von x², 2 Norm zum Quadrat, können wir wieder den Satz von Pythagoras anwenden. Ja? Wir schreiben das als x², als x plus w, die beiden stehen senkrecht aufeinander. Das heißt also, die Norm von x² zum Quadrat ist die Norm von x plus zum Quadrat plus die Norm von w zum Quadrat. Das ist sicherlich größer gleich der Norm von x plus zum Quadrat. Und ein Gleichheitszeichen hier bekomme ich tatsächlich nur, wenn w gleich 0 ist. Und w gleich 0 würde bedeuten x plus gleich x quer. Okay, gut. Also erstmal können wir dann festhalten, dass x plus ist eine Minimum-Normlösung. Denn für alle anderen kleinste Quadrate-Lösungen gilt Norm x plus 2 und für alle kleinste Quadrate-Lösungen gilt die Norm von x plus zum Quadrat, ist kleiner gleich der Norm von x quer zum Quadrat. Das ist genau das, was wir zeigen mussten. Außerdem ist es auch noch die einzige Minimum-Normlösung. Ja? Denn die einzige Möglichkeit, dass hier vorne ein Gleichheitszeichen steht, ist tatsächlich, dass w gleich 0 ist. Und dann sind x plus und x quer schon gleich. Das heißt, es gibt auch nur eine Minimum-Normlösung. Okay. Gut, und da es nur eine gibt, können wir gleich formulieren, erstmal x plus ist Minimum-Normlösung von ax gleich b, genau dann, wenn a transponiert ax plus gleich a transponiert b ist und, naja, wie haben wir das x plus bestimmt? Das x plus kam aus dem Bild von a transponiert, wenn x plus aus dem Bild von a transponiert ist. Okay, und damit haben wir jetzt eine sehr schöne, griffige Formel gefunden, mit der wir tatsächlich die Minimum-Normlösung, also eine eindeutige Approximation an die Lösung eines Gleichungssystems, ausrechnen können. Das x plus, diese Minimum-Normlösung, muss nämlich erfüllen, a transponiert a x plus gleich a transponiert b und das x plus muss liegen im Bild von a transponiert. Okay, und beim nächsten Mal werden wir uns ein paar Beispiele dazu anschauen. Und wir werden uns insbesondere auch anschauen, wie man damit denn jetzt vernünftig rechnen kann.